Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir ganz gute Unterhaltung und wertvolle Erkenntnisse. Heute mit dem Thema: Das Universum spricht zu dir. Ja, welche Botschaft wird das Universum wohl für dich heute haben? Du kannst dir hier gerne einen der drei Stapel aussuchen. Du kannst auch zwei oder drei auswählen, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Und wenn du vielleicht aber auch verschiedene Themen hast, zu denen du gerade Impulse gebrauchen kannst, dann kannst du auch die Stapel mit unterschiedlichen Themenbereichen belegen und dann eben schauen, was da zu dir kommen möchte. Ja, als Auswahl haben wir einmal den Landschaftsjaspis, den funkelnden Blaufluss und ein Tigerauge. Ja, schau mal, wo es dich hinzieht oder eben welchen Stapel du mit welchem Thema belegen möchtest. Wenn du dafür noch einen Moment Zeit brauchst und überlegen möchtest, drück gern auf Stopp, denn ich fange jetzt hier mit dem ersten Stapel an. So, hallo an dich, wenn du dich für Stapel 1 entschieden hast und wir schauen mal, ja, was das Universum dir hier heute mitteilen möchte, worum es für dich geht. Und wir haben hier die 10 Stäbe, den Magier und die 7 Stäbe. Somit sehr viel Aktivität, Tatkraft auch, ne? Mit den Stäben sind wir im Bereich ja, der Tätigkeit, also des Aktivwerdens, des Umsetzens, Ziele umsetzen, Projekte verwirklichen und mit dem Magier im Prinzip auch. Also der Magier ist eine Energie, die materialisieren kann, realisieren kann, manifestieren kann. Also der Magier bringt wirklich Ideen von der geistigen Welt in die materielle, in die physische Welt. Also der kann wirklich sein Leben ja, gestalten, eigenverantwortlich gestalten. Er kann die Dinge so ein Stück weit auch manipulieren. Also er hat einfach die geistigen, die universellen Gesetze verstanden und kann diese in seinem Sinne nutzen und anwenden. Und ja, somit diese Energie steht dir zur Verfügung und vielleicht hast du dich schon beschäftigt mit den universellen Gesetzen, vielleicht hast du dich auch schon im Manifestieren geübt, hast schon von der Kraft des Geistes eben erfahren, dich damit beschäftigt und tauchst da immer weiter auf. Also auf jeden Fall hast du diese Energie des Magiers an deiner Seite und du kannst dein Geist eben nutzen, um wirklich deine Ideen auch in die Welt zu bringen. Die 10 Stäbe sind aber so eine Karte von Überforderung und auch Stress. Also möglicherweise ja, gibt es viel, viel, viel zu tun bei dir oder du ladest dir selbst auch zu viel auf, denn wir haben hier auch die 7 Stäbe und bei denen geht es um Abgrenzung. Ja, also es kann hier bei dir sehr gut sein, dass es sehr viel zu tun gibt oder dass auch das Außen dir sehr viel abverlangt oder auch auflädt oder aufladen möchte. Und das tut es aber auch nur, ja, weil du es zulässt, ne? Also wenn du merkst, jetzt gerade ist zu viel Stress, ist zu viel zu tun, du bist überfordert, du schaffst das irgendwie alles nicht mehr, bist du gefragt, eben eigenverantwortlich für dich einzustehen und zu sagen, stopp. Und dich eben so ein Stück weit abzugrenzen, auch mal Nein zu sagen, dir Rückzug zu gönnen, Ruhe zu gönnen, auch mal eben an dich zu denken an erster Stelle und dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, dass du in Balance sein kannst, in Harmonie sein kannst, dass du ausgeglichen sein kannst, dass du ja, dich wieder auflädst mit neuer Energie. Und hier geht es eben wirklich darum, ne, wir sehen hier die Stäbe, die da in ihre Blase reinstechen wollen. So, und du bist eben wirklich gefragt, dich davon selber abzugrenzen, dir selbst quasi einen Schutzraum zu errichten, sei das jetzt wirklich äußerlich oder energetisch innerlich, dass du auch wie so einen Schutzkreis um dich herum eben ziehst, um deine Energie zu schützen. Um ja deine Kraft zu schützen und eben auch dafür zu sorgen, dass deine Energie nicht einfach irgendwo hinfließt oder verschwendet wird und dich eben auslaugt, sondern dass du immer wieder auch
dafür sorgst, dass es dir wirklich gut geht. Also wenn hier zu viel Ballast gerade auf dir lastet, zu viel Arbeit da ist, dann schau, was du abgeben kannst. Schau, dass du regelmäßig wirklich Pausen machst, dass du auch mal Nein sagst, und auf dich einfach wirklich achtest. So, das ist die Hauptbotschaft für dich jetzt gerade. Dann schauen wir, was da noch kommt. Und da kommt der Frühling. See your seeds grow. Also, ja, schau, wie deine Samen wachsen. Also, du hast hier, ne, das, wir haben ja auch den Magier, der eben Ideen, ja, Impulse umsetzt, vom Geistigen ins Materielle bringt. Und das ist eben wirklich, was bei dir hier passiert. Du hast Samen gesetzt. Da sind Ideen quasi entstanden und du hast auch schon erste Schritte vielleicht eingeleitet und darfst jetzt eben zugucken, wie diese Samen wachsen. Ne? Da ist immer auch Geduld ein Thema, und nicht daran ziehen. Ne? Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Also im Gegenteil, wenn man es dann mit Sampfwurzel rauszieht, dann hat man gar nichts davon. Deswegen ist hier Geduld gefragt. Also wenn es da Ziele gibt, die du dir vorgenommen hast, dann ja, wisse, dass du eben deinen Teil bereits dazu beigetragen hast. Du hast den Samen gesetzt und jetzt geht es eben darum, diesen Samen zu pflegen, ihm aber auch einfach Zeit zu lassen, dass er in seinem Tempo eben groß werden kann und wachsen kann. Und was es von dir dann nur braucht, ist Liebe, Geduld, Wertschätzung, Beharrlichkeit, Ausdauer, ja, Mitgefühl, genau, und da nicht so, also nicht, keine Ungeduld und nicht versuchen, irgendwie das zu beschleunigen und zu kontrollieren, sondern es ganz im göttlichen Timing eben wachsen und gedeihen zu lassen. Ja, und hier kommt auch Little Boy Blue, Dreams Come True, auch nochmal der Hinweis, dass Träume für dich wahr werden können und ja, dass deine Seele dich hier eben auch führt. Und du ihren Impulsen eben wirklich folgen darfst und dann auch an dein Ziel kommen wirst. Also ja, du hast den Magier, du hast diese Samen, die gesetzt sind und die wachsen werden und du hast hier, dass Träume wahr werden können. Also es braucht von deiner Seite wirklich nur Vertrauen und Geduld, ja, damit du eben an dein Ziel kommst. Und unterwegs werden auch Versuchungen auf dich lauern sozusagen. Also es gilt auch darum, ja, wieder dieses Thema Energie und Aufmerksamkeit, wo lässt du das hinfließen, dass du aufpasst, dass du dich unterwegs nicht ablenken lässt. Also wenn du wirklich ein Ziel hast, dass du das nicht aus den Augen verlierst und dass du dich nicht links und rechts von anderen Dingen locken lässt, die vielleicht einfacher und bequemer sind, die aber gar nicht dein wahrer Herzenswunsch sind, die gar nicht deinem Ziel entsprechen. Und so, ja, ist es einfach so eine kleine Warnung, dass eben an deinem Weg sozusagen, das ist so wie im Tarot die Teufelkarte, ne, der auch einfach für Versuchungen steht, so der Teufel, der versucht, das Ego eben für sich einzuspannen und ja, den Menschen quasi falsche Ziele und Wertvorstellungen einzupflanzen, damit sie sich von der Liebe und von dem Herzen abwenden. Und hier kommt eben auch diese Versuchung, die zwar so im ersten Moment ja ganz verlockend erscheint und sehr, ja, also das möchte man so gerne haben, das glänzt und funkelt vielleicht und sieht erstmal so ganz toll aus, aber es würde einen eben vom Weg abbringen oder einfach ablenken von dem, was man eigentlich wirklich möchte. Ja, und darum darfst du immer schauen, ob das, wo du gerade deinen Fokus hinrichtest, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, ob das dir wirklich dient, an deinen wahren Herzenswunsch heranzukommen und diesen zu realisieren oder ob es einfach nur eine Ablenkung ist. Dann bekommst du den Elefanten und du darfst aus der Vergangenheit lernen. Und vielleicht gibt es hier eben eine Situation, in der du schon mal öfter warst, also vielleicht auch einen Menschen, ne? Wo du schon mal öfter, ich sag mal, drauf reingefallen bist, im Sinne von, du wünschst dir eben zum Beispiel eine Beziehung mit diesem Menschen, aber das funktioniert immer einfach nicht. Ne? So dieses
hin und her und ja, vor und zurück. Und also nur so als Beispiel könnte bei einigen eben diese Situation sein. Und dann immer wieder, wenn dieser Mensch auftaucht, ist es eben wie so eine Versuchung. Aber vielleicht bist du schon fünfmal da gegen Wände gerannt und hast dir wehgetan. Und dann sagt der Elefant, ja, lerne doch endlich aus der Vergangenheit und mache nicht denselben Fehler immer und immer und immer wieder. Und es muss jetzt nicht um eine Beziehung gehen oder einen anderen Menschen. Das kann auch eine ganz andere Situation sein. Du wirst es dann für dich wissen. Aber auf jeden Fall, ja, darfst du hier wirklich aus der Vergangenheit jetzt einmal lernen, damit du nicht immer wieder in das gleiche Fettnäpfchen trittst, ne? Aber das Leben schenkt dir die Situation so oft, wie du sie einfach brauchst, ne? Also irgendwann wird es so sein, dass du denkst, so, okay, jetzt. Ich brauche nicht noch eine Runde in dieser Situation. Ich habe es jetzt verstanden, und ich widerstehe der Versuchung in Zukunft, weil ich weiß, das bringt mich nicht an mein Herzensziel. So, genau. Ja, soweit sind das deine Botschaften vom Universum. Ich hoffe, es unterstützt dich und es war ein wertvoller Impuls für dich dabei. Dann freue ich mich über einen Kommentar oder wenn du auch wieder in eins der nächsten Videos reinschaust, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn du mal wieder reinschaltest und ich mache jetzt weiter mit Stapel 2. So, hallo an dich, wenn du dich für den zweiten Stapel entschieden hast und wir schauen mal, welche Energien für dich da liegen und was das Universum dir hier mitteilen möchte. Wow. Und hier sehen wir schon mal richtig krasse Energien. Also wir haben die 9 Schwerter, die 7 Schwerter und die 5 Münzen. Also bei dir scheint es wirklich sehr, 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 sehr herausfordernd zu sein. Also du bist gerade in einer sehr schwierigen Situation oder eben ja wirklich einfach einer sehr großen Herausforderung für dich. Wir haben die 9 Schwerter, wo es um Ängste, Sorgen geht, ne, auch Albträume oder zumindest, dass man wachgehalten wird nachts von den Gedanken, dass man nicht schlafen kann oder dass man eben tagsüber auch einfach sehr im Kopf gefangen ist, dass man sich sehr, sehr viele Sorgen macht, vielleicht sehr grübelt, vielleicht auch, dass man was bereut, was gerade in der Vergangenheit passiert ist oder dass man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll, was in Zukunft kommt. Ja, und da bist du einfach gerade sehr im Kopf gefangen und es gibt sehr viele düstere Gedanken bei dir. Und da kommen da dazu auch noch die 7 Schwerter. Und hier geht es durchaus um Unehrlichkeit, die da im Außen sein kann. Also, dass du das Gefühl vielleicht auch hast, Menschen sind dir gegenüber nicht ehrlich oder halten was zurück, verheimlichen etwas oder ja, so in der Art. Vielleicht Lug, Betrug kann sein, muss nicht sein. Und ich sehe in der Karte auch oft den eigenen Spiegel, also dass es hier auch darum geht, dass du dich fragen darfst, wo bist du in deinem Leben unehrlich? Wo hältst du noch was zurück? Wo hältst du vielleicht was von dir selber auch zurück? Wo bist du nicht authentisch, nicht du selbst? Oder wo möchtest du dich auch vor etwas drücken und verstecken? Genau. Und ja, die 5 Münzen bringen so das Thema ja auch Mangel oder auch, also hier sehen wir auch jemanden, der sehr verzweifelt ist oder auch sehr niedergeschlagen eher, niedergeschlagen und so keine Lust irgendwie hat, hier aufzustehen und vielleicht auch sehr hoffnungslos ist. Wir sehen hier aber auch einen Schlüssel und eine Tür. Und diese Tür ist erreichbar, der Schlüssel auch. Und diese Person hier könnte also ihren Kopf heben und nach Lösungen suchen, denn sie sind da. Und somit ist das eben die Botschaft, die sich hier auch für dich verbirgt. Im Moment, wir sehen hier zweimal, ne, so den Kopf quasi in die Hände oder nach unten gedrückt. Und hier auch eine Kapuze auf und hier ist auch Nacht und Dunkel. Also sprich, du siehst im Moment einfach nicht so richtig klar und du kannst den Weg nicht erkennen, weil du einfach auch komplett in den Sorgen und Ängsten gefangen bist und dich total verlierst in den düsteren Gedanken und in den Sorgen und in der Hoffnungslosigkeit. Und es gibt aber eine Lösung. Also der Schlüssel ist da und du musst jetzt eben, also müssen musst du natürlich gar nicht, du kannst auch so lange, wie du möchtest, in dieser Energie, in der Situation bleiben, so lange, wie du das brauchst. Aber es gibt eine Lösung und du darfst dich dann bei Zeiten entscheiden, wenn du sagst, okay,
So, ich war jetzt lange genug hier drin, ich habe mich jetzt lange genug den düsteren, sorgenvollen Gedanken hingegeben, aber letztendlich bringt es mich nicht weiter. Ich hebe jetzt meinen Kopf, ich schaue mich jetzt in der Situation quasi um, ich suche jetzt die Lösung, ich suche jetzt nach Möglichkeiten, etwas zu verändern, hier rauszukommen und mein Leben in die Hand zu nehmen. Und ja, das ist eine Entscheidung, die du treffen darfst für dich. Ja, dass du einfach versuchst, eine Lösung für deine Situation zu finden. Es gibt eine, also wir sehen die Schlüssel, die Tür, den Schlüssel, die Tür. Und du bist genau davor. Also es geht einfach nur darum, dass du dich dafür entscheidest, dass du eine Lösung finden möchtest und dass du dich dann umschaust und danach suchst. Dann kommt die Schlange, Shed Old Skin, also lege deine alte Haut ab sozusagen. Also sprich, du bist hier auch in einem in einem Veränderungsprozess. Ne? Also die Energien sind gerade so schwierig und herausfordernd, weil daraus etwas Neues entstehen möchte, weil du deine alte Haut ablegen darfst. Und dieser Prozess ist immer sehr herausfordernd und das kann durchaus sein, dass man so kurz bevor quasi der nächste Durchbruch kommt, alles noch mal so richtig düster und schwierig und dunkel und neblig ist und man so überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen soll und was als nächstes kommen soll. Aber das kann wirklich sein, dass du kurz vor einem Durchbruch, eben kurz vor einer Transformation stehst und sich das eben bald lichten wird und dass du dann von selber den Impuls auf einmal bekommst: Okay, alles klar, so, ne? Jetzt weiß ich auf einmal, so jetzt sehe ich auf einmal Hoffnung, jetzt weiß ich auf einmal, der Weg geht weiter und ich sehe den nächsten Schritt und ich lasse das Alte jetzt hinter mir, ich kann jetzt loslassen, ich bin bereit, weiterzugehen. Das ist einfach eine Entwicklung, die wird von alleine passieren. Also du bist mitten in diesem Prozess. Es geht jetzt für dich nur darum, dass du einfach nicht aufgibst und dass du im Vertrauen bleibst und dass du geduldig bleibst und ja, dass du dich dann eben irgendwann öffnest für neue Möglichkeiten, für die Lösung und dass es für dich auf jeden Fall weitergeht. Und ja, die Fairy Lovers kommen hier auch, eine neue Liebe, Partnerschaft, Romanze. Also es kann für den einen oder anderen hier um Liebe, Partnerschaft, Beziehung gehen, also um einen anderen Menschen, um den es hier in dieser schwierigen Situation geht oder aber auch einfach, wenn es jetzt gerade noch niemanden gibt, dass durch diese Transformation und durch den Durchbruch, den du haben wirst, dann auf einmal auch jemand in dein Leben kommen kann, so weil du auf mehreren Ebenen transformierst und dich veränderst und was Altes loslässt, was vielleicht auch jetzt noch da ist und den Fluss blockiert, dass da ja eine Beziehung in dein Leben kommen kann. Bei denen, wo jetzt diese Sorgen und Ängste sich tatsächlich jetzt schon auf das Beziehungsthema beziehen, auf einen anderen Menschen, kann es eben sein, dass dadurch, dass du da diese alte Haut ablegst, das, was dich jetzt gerade noch blockiert und zurückhält, und du die neuen Wege und Möglichkeiten eben dir eröffnest, dass dann auch ein neuer Raum geöffnet wird für eben eine Partnerschaft. So. Muss aber nicht bei jedem so sein. Es kann auch eben ein anderes Thema betreffen. Das kann aber auch die Romantik für eine Tätigkeit sein, für die Berufung oder so, ne? Also man kann sich ja auch verlieben in das, was man tut, in ja das, wofür man hergekommen ist, das, worin man wirklich aufgeht, also einfach wirklich in eine Tätigkeit, dass man damit auch ja in die Liebe fällt, also sich verliebt und seine ganze Liebe eben in die Schaffenskraft steckt, so, ne? Also deswegen, es muss nicht bei jedem jetzt um das Thema Beziehung gehen, aber es geht darum, ja, sich zu verlieben, vielleicht auch neu in das Leben zu verlieben, so, ne? Also ich möchte es jetzt eben gar nicht so auf die romantische Liebe so herunterbrechen, sondern das kann so weitreichend sein. Also wie auch immer es sich in deinem Leben zeigt, es wird mehr Liebe eben kommen, es wird mehr Romantik kommen und das kann eben auch einfach die Romantik für das Leben sein, ne? Dass wirklich, dass du dich verliebst in dein Leben, in einfach da, in deinen eigenen Körper vielleicht auch, in deine Sinne, in deine Fähigkeiten, in dein Potenzial, also was auch immer. Aber da kommt auf jeden Fall mehr Liebe in dein Leben. Ja, dann kommen die Kreise, also die Zyklen. Du schließt hier einen Zyklus ab. Also hier
gibt es einen Kreislauf und das kann schon vor ganz langer Zeit angefangen haben und der schließt sich jetzt so, ne? Also was gleichzeitig bedeutet, da kommt eben auch was Neues. Also wenn sich ein Zyklus abschließt, dann geht ja sofort auch ein neuer los. Also ein Kreis ist ja auch wirklich, ne? Und gibt es ja keinen Anfang und kein Ende, aber trotzdem voll endet sich der Kreis selbst, ja. Aber dann geht es eben sofort wieder neu los. Also das heißt, du bist wirklich mitten darin, einen Zyklus abzuschließen, ja. Und passenderweise kommt hier auch noch der Schmetterling dazu und sagt, die Transformation ist wunderschön. Und natürlich ist sie nicht immer einfach und darum bist du jetzt eben in dieser sehr herausfordernden Energie. Und das passt eben zu diesem Schmetterling auch, ne? Und diese Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling ist ja auch nicht so ganz einfach. Also wenn diese Raupe in dem Kokon ist und sich dann schon zum Schmetterling umgewandelt hat, und sie ist aber noch in diesem dunklen Kokon. Und ich denke, genau an diesem Punkt bist du jetzt eben auch. Also du bist eigentlich schon der Schmetterling, bist aber noch in dem dunklen Kokon, siehst also nicht, was erwartet mich jetzt irgendwie außerhalb dieses Kokons und wie komme ich überhaupt aus diesem Kokon raus, das ist alles, ich weiß gar nicht, ne? So, wo geht's jetzt weiter? Und das braucht jetzt eben noch mal so richtig Anstrengung und Kraft, also der Moment, wo dann dieser fertige Schmetterling sich aus dem Kokon herausarbeitet, das ist der anstrengendste Teil noch mal, der dem Schmetterling noch mal so richtig viel abverlangt, aber der ist nötig, damit sich seine Flügel wirklich kräftig ausbauen können. Also während er sich daraus arbeitet, werden seine Flügel so richtig stark und das sorgt nachher dafür, dass er losfliegen kann. Also darum mach dir keine Sorgen jetzt in der Situation, wo du bist, sondern ja, du musst dich jetzt daraus arbeiten und die innere Kraft und Stärke, die du dadurch entwickeln wirst, dich jetzt selbstständig aus dieser Situation zu befreien, wird dafür sorgen, dass du dann voller Leichtigkeit fliegen kannst und die Welt ganz neu entdecken kannst, aus einer ganz neuen Perspektive, ne? Denn vorher bist du quasi wie eine Raupe unten am Boden entlang gelaufen und das war sicherlich auch schön. Aber als Schmetterling kannst du ja nochmal, hast du ganz andere Möglichkeiten, indem du durch die Lüfte flatterst und dir alles von ganz oben anschauen kannst. Also, ne? Und das passt dann auch dazu, dass du eine ganz neue Liebe für das Leben entdeckst, weil du eine ganz neue Perspektive auf das Leben erhalten kannst und wirst durch diesen Transformationsprozess. Ja, da braucht es also wirklich eine ordentliche Portion Vertrauen und Geduld, aber ich hoffe, das kann dir jetzt hier Hoffnung eben schenken und Mut machen, dass das alles so richtig ist und dass es genau die Situation braucht, in der du jetzt bist, damit du eben danach umso stärker und umso kraftvoller, ja, weitergehen kannst. Somit wünsche ich dir da ja ganz viel Kraft und Mut und Vertrauen und Geduld, dass du da gut durch diesen Prozess durchkommst und dann nachher bald alles viel leichter und schöner für dich sein kann. Ja, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen und auch wenn du in eines der nächsten Videos mal wieder reinschaltest, dann wünsche ich dir bis dahin alles, alles Liebe, eine schöne Adventszeit und ich mache jetzt weiter mit Stapel 3. So, hallo an dich, wenn du dich für den dritten Stapel entschieden hast und wir schauen mal, welche Energien auf dich warten und was dir das Universum jetzt hier erzählen möchte. Und wir haben den Ritter der Schwerter, die Mäßigkeit und die fünf Stäbe. Und der Ritter der Schwerter hier in diesem Deck ist zum Glück nicht so eine ganz düstere Energie. In anderen Decks wird er manchmal auch sehr, ja, sehr kämpferisch und kriegerisch dargestellt. Hier sehen wir jetzt einfach jemanden, der losrennt zu seinem Moped und offensichtlich etwas ganz Wichtiges zu tun hat und hier wirklich ja, die Beine in die Hand nimmt. Also vielleicht hast du eben gerade auch eine Idee, der du nachjagen möchtest. Du hast vielleicht triffst eine Entscheidung jetzt gerade oder es geht für dich darum, eine Entscheidung zu treffen und diese auch schnell zu treffen und keine Zeit zu verlieren. Der kann auch ein bisschen ungeduldig und ungestüm sein und übers Ziel hinausschießen, so in seinem Eifer. Da braucht es dann ein bisschen ja, mehr also Ruhe und Gelassenheit. Also wenn du merkst, irgendwie die Pferde gehen wirklich mit dir durch, dass du dich dann vielleicht so ein bisschen bremst, damit du eben nicht so aus Versehen über den Abhang drüber läufst, sozusagen, ne?
Darum hast du hier auch die Mäßigkeit dazu bekommen als Energie, die für so einen Ausgleich sorgt, die dich so ein bisschen runterholt, wenn du irgendwie zu schnell unterwegs bist und nicht mehr nach links und rechts guckst, sondern ja, du bekommst die Mäßigkeit an deine Seite, um ja auch wieder ein bisschen runterzukommen und auch noch mal ein bisschen zu überlegen und eben nichts zu überstürzen, so, ne? Die Dinge nicht zu schnell zu machen, wenn man vielleicht lieber noch mal nachdenken sollte. Oft ist es ja auch gut, einfach aus dem Impuls heraus wirklich schnell eine Entscheidung zu treffen und gar nicht so viel nachzudenken, denn wenn man da wieder zu viel nachdenkt, dann macht man es nicht. Aber manchmal könnte man eben auch wirklich Dummheiten vermeiden, wenn man dann doch nochmal nachgedacht hat. Und da einfach den richtigen Weg zu finden, dabei hilft dir diese Energie. Also ja, achte da immer auf deine Impulse. Also wenn du spürst so irgendwas, also du möchtest losrennen, aber es hält dich was ein bisschen, es zieht dich was zurück, dann vielleicht darauf achten und nochmal reinspüren. Und wenn du aber merkst, ja, es geht jetzt darum, schnell eine Entscheidung zu treffen und dir steht eigentlich nichts im Wege und es gibt nichts, was dich irgendwie innerlich davon abhält, dann ist vielleicht auch wirklich der Moment, ja, loszurennen und es zu tun. Die fünf Stäbe, das ist für mich so eine Karte von, ja, viele Köche verderben den Brei. Hier gibt es so unterschiedliche Anteile, die das Gleiche erreichen wollen, aber die arbeiten alle nicht zusammen, sondern gegeneinander. Also jeder denkt irgendwie nur an sich, jeder möchte da wohl an diese Flamme ran. Und ja, sie arbeiten nicht zusammen, denn wenn sie das tun würden, könnten sie das wahrscheinlich mit Leichtigkeit gemeinsam erreichen. Aber man versucht halt hier irgendwie einfach nur seinen eigenen Vorteil durchzusetzen. Und es kann eine Situation im Außen sein, also dass du vielleicht mit anderen Menschen irgendwie an etwas gerade arbeitest. Aber man arbeitet nicht wirklich zusammen, sondern eher so gegeneinander oder jeder versucht nur sein eigenes Ding zu machen, aber man würde gemeinsam eben viel besser und leichter und schneller vorankommen. Es kann aber auch etwas im Inneren sein, dass du ja, hier die Situation, wo du was erreichen möchtest oder wo du einen Plan oder ein Ziel vor Augen hast, dass es in dir aber verschiedene Anteile gibt, die da unterschiedlicher Meinung sind, wie man das jetzt angeht oder was zu tun ist oder ob das überhaupt eine gute Idee ist. Also vielleicht, ne, hier die Person, die das erreichen möchte und vielleicht eine andere, die versucht, dich wieder davon abzuhalten. Also einfach innere Stimmen, innere Anteile. Ne, der eine ist ganz begeistert, der eine Anteil und sagt, jawohl, so das möchte ich machen. Und dann gibt es eine andere Stimme, vielleicht die Angst, die Sorge, die sagt, nee, lass das lieber nicht machen, ist voll gefährlich. Ne, oder der Zweifel, dann der Selbstzweifel, der sagt, nein, das kannst du nicht, das schaffst du eh nicht, da bist du nicht gut genug für, lass es lieber bleiben. Und ne, dass es da einfach so verschiedene Stimmen gibt, die dann eben dafür sorgen, ja, dass du da auch nicht so richtig vorankommst und vielleicht dich selber dann auch immer wieder ausbremst, ne? Also schau mal, ob das bei dir eben innere Aspekte sind und du in dir ein bisschen aufräumen darfst oder schauen darfst, welchem Anteil gibst du das meiste Gewicht, auf wen hörst du, ne? Auf die, die dich abhalten wollen, an dein Ziel zu kommen, oder fokussierst du dich auf den Anteil, der weiß, das ist mein Weg, da gehe ich jetzt lang und ich lasse mich nicht von meiner Angst und meiner Sorge und meinem Zweifel abhalten, ne? Oder ob das tatsächlich eine Situation im Außen ist, wo es dann darum geht, ein Team vielleicht zusammenzuschweißen und dafür zu sorgen, dass man eben gemeinsam arbeitet und nicht gegeneinander. Ja, dann kommt der Herbst hier, release the old and rest. Also lass das Alte los und mach auch mal eine Pause. Also auch hier geht es darum, was Altes hinter sich zu lassen. Das hatten wir im Prinzip hier in allen Stapeln. Und sich auch auszuruhen. Also das alles gerade verlangt dir wohl auch sehr viel Kraft und Energie ab. Also ne, vor allen Dingen eben dieser Kampf hier, sei es jetzt eben im Innen oder im Außen, das kostet viel Energie. Und hier geht es darum, eben etwas loszulassen, vielleicht auch einfach Kontrolle loszulassen, und sich auch mal kurz auszuruhen, mal sich eine Pause zu gönnen und dann wirklich mal reinzuspüren, ja, was ist das Richtige jetzt? Wie geht's weiter? Wie gehe ich jetzt am besten vor? Auf wen höre ich? Ne? Also sowohl innerlich als auch äußerlich. Wem schenke ich wirklich Gehör? Von wem lasse ich mich beraten? Und wer versucht einfach nur, mich irgendwie abzuhalten? Dass du da genau schaust.
Ja, dann kommt hier Knowledge means change, also Wissen bedeutet Veränderung. Und ja, es geht hier darum, etwas zu lernen und Erkenntnisse zu gewinnen. Und sobald du etwas hier verstanden hast in der Situation, wird es automatisch etwas verändern. Denn sobald du eben Wissen erworben hast durch Erfahrung, durch Erkenntnis, oder auch weil es im Außen irgendwie zu dir gekommen ist, neues Wissen, altes Wissen. Sobald du etwas wirklich für dich verstanden hast und für dich als Wahrheit erkannt hast, wird sich augenblicklich auch was in deinem Leben verändern. Du wirst die Dinge sofort anders betrachten. Und ja, es wird sich eben das Außen dann auch verändern. Ja, und dann, sehr witzig, hier kommt die Sexualität. Und ich habe, als ich die Karten gemischt habe und ausgelegt habe und beim dritten Stapel irgendwie gespürt, es geht um Sexualität. Finde ich sehr, sehr witzig, dass jetzt tatsächlich diese Karte hier ist. Ja, und somit ist das auch ein Thema bei dir hier, die Sexualität. Und es kann das Zwischenmenschliche sein, dass es dort Bedarf gibt, vielleicht, also die Sexualität im Zwischenmenschlichen, wenn du in einer Partnerschaft gerade bist, zu heilen, und sie auch anders zu betrachten, auf andere Weise zu betrachten, denn die, ja, Standardsexualität, ich weiß nicht, also das, wie es so in den meisten Fällen gelebt wird, ist nicht so heilsam. Gerade auch für Frauen, aber auch für die Männer, bedarf es bei diesem Thema ganz, ganz, ganz viel Heilung und auch neue Blickwinkel darauf und eine ganz neue Herangehensweise und ganz neue Wertschätzung füreinander und für den Körper und für den ganzen Prozess. Und ja, vielleicht darfst du dich damit auch beschäftigen, und deine Sexualität ganz neu für dich erfinden und definieren. Und auch wenn du keinen Partner hast, dich vielleicht mit Sinnlichkeit zu beschäftigen, mit deinem Körper zu beschäftigen, dass du einen Zugang zu deinem Körper, zu deiner Körperlichkeit, zu deiner Sinnlichkeit, zu deinen Sinnen finden kannst. Und das, da geht es nicht immer nur um dieses Rein-Raus oder um Orgasmen oder so, sondern wirklich um die Sinnlichkeit für den Körper zu entdecken. Also, oder auch überhaupt deine Sinne. Wie nimmst du mit deinen Sinnen alles wahr? Also auch nicht nur Tastsinn, sondern auch Gerüche, Klänge, Bilder, Geschmack. So, und dass du wirklich deinen Körper so richtig entdeckst und kennenlernst und wie er funktioniert und was mit deinem Körper eben alles überhaupt möglich ist und wie du die Sinne für dich nutzen und zelebrieren kannst und dann ja auch einfach Lust am Leben darüber ganz neu finden kannst, ne? Sexualität ist aber auch Schöpferkraft, ist auch Kreativität, also ist ja auch mit dem Sakralchakra verbunden. Also, und ja, wenn es da fließt, dann, ja, dann wirst du auch wirklich zum Schöpfer, zur Schöpferin in deinem Leben und kreierst, fängst an, eben Dinge zu gebären, eben, ne? Also in die Welt zu bringen, entstehen zu lassen, aus dir heraus fließen zu lassen. Und ja, da. Das darf eben jetzt sich bei dir entwickeln. Dann kommt der Skarabeo. Ja, Magie arbeitet durch dich sozusagen. Magie fließt durch dich in die Welt. So, ne? Und das ist eben genau das. Und diese Magie kommt vor allem aus dem Sakralchakra, aus der sakralen Energie, die Lebensenergie, die Lebenslust, Lebensfreude, Kreativität. Das ist, wie Magie sich durch dich entfaltet und in der Welt verankert und in die Welt hinausfließt. Also das ist, was bei dir jetzt gerade passieren möchte. Also ja, öffne dich dafür, für die Magie, die durch dich fließen und in der Welt wirken möchte. Und da gibt es auf jeden Fall ganz viel, was ja, durch dich da eben entstehen kann und darf und soll. Und es darf dir Leichtigkeit und Freude und Lust am Leben bringen und machen. Und ja, also sei gespannt, wie sich die Magie in deinem Leben jetzt ganz neu entfalten möchte und wird. Und ja, wie das dein Leben dann auch verändern kann. Ja, somit sind das deine Energien. Ich hoffe, es unterstützt dich. Es war eine schöne Botschaft vom Universum, die du hier bekommen hast und du kannst damit etwas anfangen und dann ja, freue ich mich über einen Kommentar und auch wenn du in eins der nächsten Videos mal wieder reinschaltest und dann wünsche ich dir eine schöne Adventszeit und alles, alles Liebe und ja, sage mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.